gray crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. Witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. The scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world.
Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be turned. So, auf jeden Fall machen wir das jetzt so. Jetzt die Menschlichkeit ab. So, wir gehen nach da hinten. Holen uns hier die Seele ab. Nee, die Handbombe. Mic off. Mic feedback off. Mic on. Mic feedback on. Auch gut, auch gut. Stabile Mine. So, dann gehen wir jetzt mal. Jetzt machen wir mal einen kleinen Sinnesweg. Okay, also wir gehen jetzt hier so lang. So. Gehen zum Friedhof und holen mir dort die Seele auf jeden Fall aus. Nee. Doch die Seele auf jeden Fall hier. So, dann holen wir noch die nächste Seele. So. Dann holen wir hier den Speer. Ja. Und hier den Zweihänder. Warum holen wir den Zweihänder? Ja. Wenn wir jetzt die ganzen Skelette pick gemacht haben, ist eigentlich ganz simpel. Und zwar, wir wollten eigentlich jetzt nur den Zweihänder holen, weil das wird jetzt die Waffe fürs Erste, bis wir die Claymore haben. Und den Zweihänder machen wir dann auf Heiligen Zweihänder auf jeden Fall. Weil mit einer Heiligwaffe brauchen wir dann, um im Untergrund im Untergrund klar zu kommen, weil Untergrund ohne Zweihänder ist kacke. Gucken wir uns mal die Stats an. 24 Stärke, 10 Geschick. Also ein Geschick und 12 Stärke, die mir jetzt noch fehlen. Okay. Gut. Und dann gehen wir jetzt noch mal kurz woanders ja noch schnell hin. Und holen noch was. Und zwar gehen wir jetzt noch kurz runter nach Neulondor. Das ist Neulondor, ich glaube schon, Digga. Schon lange nicht mehr die Namen merken müssen, Digga. Leute. Altlondor. Neulondor. Holen uns hier die etwas größere Seele für mehr Levelmöglichkeiten auf jeden Fall. Und das heißt Neulondor Ruins. Also doch Neulondor. Huch. Ja, habe ich ja gesagt. Okay, tun wir alles klar, alles klar. Jetzt nehmen wir hier für den Master Key, holen uns hier noch die Segler. Und verziehen uns wieder, weil eigentlich ist da noch ein Drache, aber den lassen wir jetzt erstmal links liegen.
So, weiter geht's. Und jetzt gehen wir erstmal leveln. Auch wenn es jetzt nur ein paar Szenen sind und jetzt nicht Gott und die Welt, ist es schon mal ein guter Start auf jeden Fall. Hier die Feuerhüterin. Ich meine, jeder, der tagsüber spielt, kennt die eigentlich. Ja. Ah. Ja, wir könnten instant, achso, nee, das ist Resistenz, wir wollen auf Stärke, aber instant auf 18 Stärke gehen. Ja, wir gehen mal auf 17 Stärke und 12 Geschick auf jeden Fall besessen. Burn, ja, Burn. Dann haben wir hier noch eine Szene. Eieieiei. Okay, das war okay. Aber den kriegen wir jetzt so. Dann haben wir jetzt hier schon mal gelegt, geklärt, noch eine Seele geholt. Dann geht es jetzt hier mal weiter. Dann haben wir jetzt schon die Ratten, um hier noch die Seele zu holen. Dann geht es jetzt weiter. So. Reaktionszeit ihnen. Eieieiei. Keine Ahnung, wohin der Gegner jetzt rennt. Auf jeden Fall haben wir den jetzt hier mal schnell stecken. So. Quintus, alles gut? Quintus, ja, was denn? Quintus, komm her. Alles in Ordnung? Hm? So, und dann... Zack, zack, zack. Noch eine Szene. So, dann gehen wir jetzt hier hoch. Wir treffen hier auf den Drachen. Und locken jetzt den ersten Gegner hin. So, ist der schon mal weg. Der Armbrustschütze ist ein bisschen... Locken wir den letzten noch hin. Wenn er jetzt mal anfängt, hallo, komm her. So, machen den jetzt noch schnell. Spre
zu entklären. Aua. Holen uns den schnell. So. Jetzt kommt die erste Sache. Wir holen uns hier das Wuttenschild. Was auf jeden Fall eine Verbesserung zu unserem Element. So. Wir uns das sehen. 800, das ist halt. Okay, wir können trotzdem so ein Level machen. Und ich will jetzt entspannt auf Stärke nochmal zweimal. So. Und dann gehen wir jetzt weiter. So. Wir locken den jetzt her. Von mir. Kommst du jetzt her? Komm hier. Da. Der hier reingetreten, reingestürmt. Keine Ahnung, woher der jetzt kommt. Wir holen hier das Item, was Schwarzbrand hat, die gut für den ersten Boss dann sind. So. Wir holen hier die zwei Gegner, holen ein Schild, was wir nicht brauchen, weil wir damit gestartet sind. So. Dann hier ist ein Hilder und wollen hier jetzt mal so wundervolles Goldpapier. Hier hoch und hier den Armbrust schützen, damit wir dann die zwei Schwerttypen holen können. Wir holen uns beide. So, dann triggern wir jetzt hier das brennende Fass. Da hinter einmal zu Ding, aber zu Ding wollen wir jetzt noch nicht. Zu Hubble, weil ja, Hubble jetzt ist sehr schlecht auf jeden Fall. So, dann heilen wir uns einmal jetzt schnell und rüsten unsere Brandbahn aus. Gegner. So. Gehen jetzt schon mal mit den Pyromantie vor. Weil jetzt kommt hier
Dann kommen wir jetzt zu meinem allerliebsten Freund. So, dem sagen wir jetzt mal Hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire, but now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? This pleases me greatly. Well then, take this. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes sent to the very fabric what there's no time but you to some ending, of course, but I, if you miss it, you must be blind. So, dann mal weiter geht's. Und zwar geht's jetzt an den nervigen Teil. Den nervigen Teil habe ich gesagt. Ja, er hält mich hier. So. Dieser Drecksdrache, nicht. Ich hasse den Drachen hier an der Brücke, aber alles kein Problem. Also dann rennen wir jetzt mal über die Brücke, hätte ich gesagt. Und er hätte mich. Und
jetzt mal, was brauchen wir für die Claymore? 16 Stärke. Okay, dann müssen wir jetzt die Claymore raus. Auf jeden Fall die Claymore im Gepäck. Machen wir uns jetzt mal langsam auf den Weg zur Winkelgasse. Hey, hoch zum Schwarzritter gehen wir jetzt nicht. Uns fehlt bis jetzt noch die Ausdauer. So. Hier die Schädel. Und den hier ist noch weg. So, und dann zeige ich jetzt, warum wir die Schädel geholt haben. Und zwar wissen nicht viele, aber wenn du die Schädel da so hinwirfst, das gerüstetes Wildschwein. So. Yummy, yummy. Oh, das Wildschwein hat jetzt was getroppt. Und zwar instant ein Wildschwein hat. Okay. Nice. Item up. Holen uns die beiden Gegner-Sachen. Gehen jetzt hier so mit der Klappe. Holen hier die Seele. So. So, wenn wir hier jetzt drüber sind, klettern wir hier jetzt hoch. Und gehen neben die Wand. Und sind jetzt hier oben.
Stamm. Den da jetzt hinten holen, den ich hier schnell kürzen auf. So, wir sind jetzt wieder am Feuerlingsschrein, also am Feuerbandschrein. So. Und dann. Und jetzt erstmal noch ein bisschen Seelen haben. Und dann haben wir hier. So, jetzt haben wir das. Wir haben noch eins Level, Level in Ausdauer. Für die Klänge ein bisschen mehr Ausdauer brauchen. Vor allem halt, um sie gescheit zu spielen. So. Auf den Strand gekloppt. Eine Titanitscherbe. Genau. Und hier bekommen wir die Feuerhüterin-Seele. Einmal kurz. Weil wir, bevor wir zu den Gargoyles gehen, nochmal der Magier hat uns geholt, Digga. Erster Tod. Puh. Scheiße. Halt eh achten, wie wir rollen, weil wir halt wenig Ausdauer haben für die Claimer gerade zum Start. Naja. Das wird schon. Das wird schon. Erstmal unsere Seelen zurück. Scherbe, nice. So.
jetzt hier so runter, holen den hier. Ah. Holen den hier aus, entspannt. Holen hier den Schlüssel und das Schwert. Machen hier die Abkürzung frei, einfach aus dem Grund. Ja. Wenn sie eigentlich die Gefühle nicht brauchen. Holen hier die Hellbarde. Also, viele spielen mit Hellbarde das Game halt durch und so. Aber ich bin eher so jetzt, also, ich habe die Claymore für mich entdeckt. Dann machen wir das jetzt schnell. Und zwar wäre jetzt die Möglichkeit, darüber zu dem Schwarzritter zu gehen, um uns die Schwarzritter-Hellbarde zu holen, die wir aber nicht holen, weil ich sie nicht benutzen werde in dem Run. Weil es wäre sonst einfach zu leicht, weil ich gefühlt jeden Boss einfach free hitte bis two hitte, gefühlt mit der Schwarzritter-Hellbarde. Deswegen werden wir... werden wir die Claymore verbessern jetzt zweimal. So. So, wir können noch einmal nehmen. Das würde ich dann aber eher noch meine Vitalität geben.